Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Februar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellation des Monats. Ihr Fische seid ja eigentlich immer auf Liebe und Romantik eingestellt und auch in diesem Monat ist Romantikplanet Neptun auf eurer Seite. Dennoch werden auch die Themen Geld und Selbstwert sehr wichtig. Es ist ein guter Monat, um grundsätzlich über euer Verhältnis zum Geld und zum Reichtum nachzudenken. Euer Erlebnishintergrund ist weiterhin mit den langfristigen Tendenzen, dass der Neptun sehr wichtig für euch steht, denn er steht in eurem Zeichen, macht euch romantisch, gefühlvoll, fantasievoll und auch sehr anziehend für andere, weil ihr eben dadurch eine sehr schöne und fantasievolle Ausstrahlung bekommt. Und das ist für viele auch eine Aufforderung zum Flirt. Und den haben jetzt in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder vom 27. Februar bis 4. März auf ihrer Seite, die spüren das ganz stark. Generell gilt, der Neptun steht für euch im ersten Haus und erfüllt euch dadurch eben mit seiner Energie, selbst dann, wenn ihr vielleicht nicht an einem dieser Tage Geburtstag habt. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man manchmal ein bisschen verpeilt ist, weil Neptun einfach auch der Planet der Verpeilung ist. Das heißt, der kann einem das Leben so ein bisschen unklar erscheinen lassen oder man ist sehr verträumt, träumt sich gerne aus dem Alltag raus. Da müsst ihr also gelegentlich euch einfach ein bisschen zusammenreißen und einfach sagen, hey, ich bin jetzt gerade wach. Ist natürlich auch super für alle, die gerne ihre Träume studieren möchten. Da gibt es doch diese Methode, wo man sich dann immer fragen muss, träume ich oder bin ich wach? Und dann auf die Dauer kann man sich das dann auch im Traum fragen und vielleicht seinen Traum steuern. Das wäre vielleicht mal etwas, womit ihr euch beschäftigen könntet. Klarträumen nennt man das. Das würde sehr gut zu Neptun passen. Aber jetzt geht es ja um die Liebe und für euer Liebeshoroskop ist weiterhin sehr wichtig, dass der Mondknoten in eurem Partnerhaus steht, gegenüber den Fischen. Und zwar ganz besonders für die Geburtstagskinder vom 20. bis 24. Februar. Die können also weiterhin noch ihren Seelenpartner finden, wenn sie noch Single sind. Also wirklich jemanden treffen, der sehr, sehr wichtig wird für sie. Der Mondknoten steht dort noch bis zum Mai bei euch im Partnerzeichen. Also schaut, dass ihr, wenn ihr merkt, dass sich da was anbahnt, dass ihr dann der Sache auch nachgeht und nicht nur einfach so im stillen Schwärmen verbleibt, sondern wirklich auch zeigt, dass ihr jemanden mögt, wenn ihr jemanden kennengelernt habt. Ja, dann ist für Fische natürlich weiterhin wichtig, dass der Pluto in einem guten Aspekt zu ihrer Sonne steht. Das macht viele Fische stärker als in den Jahren zuvor, gibt euch eine gewisse Power, euch auch mal abzugrenzen, auch mal zu sagen, was ihr wollt, kann bedeuten, dass ihr von einflussreichen Freunden Unterstützung findet. Viele von diesen Dingen habe ich ja auch schon vorher gesagt oder könnt ihr euch auch im Jahreshoroskop nochmal anschauen. Und das spüren im Moment besonders diejenigen, die zwischen dem 7. und dem 11. März Geburtstag haben. Dann gibt es einen Wermutstropfen, das ist das Quadrat zu Saturn, der ist ja weiterhin im Schützen, fast noch das ganze Jahr 2017. Das bedeutet, er wird weiterhin im Quadrat zur Fischesonne stehen. Das kann schon mit Unannehmlichkeiten verbunden sein. Saturn kann hier auch den knärbeligen, kritischen, schlecht gelaunten Chef darstellen, der einen immer gerne überfordert und dadurch natürlich dann auch Zeit abzieht, die man vielleicht lieber in seine Liebesbeziehung investieren würde. Das kann eben so ein Konflikt sein. Für viele Fische ist das durchaus auch eine Erfolgskonstellation. Saturn hier im Berufshaus, auch wenn es das Sonnenhaus ist, aber trotzdem, das ist auch eine Konstellation, mit der man gut vorankommt, aber eben doch manchmal auch ganz schön zu ächzen hat. Also ist nicht immer ganz so einfach. Aber viele von euch sind da ja mittlerweile auch schon dran gewöhnt. Das betrifft jetzt die Geburtstagskinder, die zwischen dem 13. und 19. März Geburtstag haben. Die spüren das jetzt im Februar besonders, vielleicht, dass ihr Verpflichtungen habt, die euch davon abhalten, der Liebe zu dienen. Denn das tut ihr ja im Allgemeinen sehr gerne. Okay, ja, und dann ist noch wichtig für euch, ab dem 14. Februar wird Lilith in den Schützen auch gehen und damit ins Quadrat zur Fischesonne. Und Lilith für die Fische im 10. Sonnenhaus kann auch anzeigen, dass es Schwierigkeiten mit weiblichen Vorgesetzten gibt oder überhaupt generell mit Frauen, wenn man mit der Karriere beschäftigt ist. Lilith Quadrat kann natürlich auch privat, emotional einigen Aufruhr mit sich bringen.
Lilith sind ja repräsentiert ja auch die emotionalen Schattenanteile, die wir verdrängt haben, besonders die Frauen, weil wir uns eben in unserer Weiblichkeit nicht so ausdrücken durften, wie wir gerne gewollt hätten. Und Lilith, wenn sie denn in Spannung steht zur Sonne, kann eben solche Emotionen hochbringen. Und wenn ihr das merkt, dann solltet ihr das nicht darüber nicht verzweifeln, sondern ihr solltet diese Gefühle annehmen. Da gibt es schöne Übungen, die haben mit Herzübungen, innere Kindübungen, dass man sich das wirklich anguckt, was kommt da hoch, was hat das zu bedeuten. Vielleicht auch durch die Begegnung mit Frauen, die euch schwierig erscheint. Ja? Die letztlich dienen solche Begegnungen oft dazu, dass man was über sich selber lernt. Da werden wir aber auch noch vermehrt drüber sprechen. Das geht ja jetzt erst los. Und das werden dann im Februar vielleicht schon diejenigen spüren, die zwischen dem 19. und 22. Februar Geburtstag haben. Kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen des Monats für euch. Der Neumond, der den Monat beeinflusst, war ja am 28.01. schon. Das war dann der Neumond im Wassermann. Und der stand jetzt für euch im 12. Sonnenhaus. Das ist sehr gut, wenn ihr spirituelle Fische seid, was ja bei vielen der Fall ist. Also es erhöht die Sensibilität und die Energie, Vitalität geht eben in die spirituelle Richtung hinein. Und diejenigen von euch, die sozusagen Verbindung zur geistigen Welt haben, da ist diese Verbindung jetzt dann verstärkt. Und dieser Neumond ist eben gut, um darüber nachzudenken, was möchte ich spirituell erreichen, womit möchte ich mich verbinden. Vielleicht bekommt ihr auch Informationen über einen Weg, wo ihr gar nicht mit gerechnet hättet. Das passiert auch oft mit dem 12. Haus. Es ist aber auch ein Zeichen, dass ihr euch vielleicht mal zurückziehen solltet und euch ausruhen. Vielleicht sind manche Fische noch von den Anstrengungen des letzten Jahres doch mehr abgekämpft, als sie denken. Sonne in 12 kann einfach auch heißen, dass man sich nicht ganz so vital fühlt, dass man mehr Schlaf braucht. Und dann solltet ihr, wenn es irgendwie geht, diesem Bedürfnis auch ein bisschen nachgeben. Und wenn ihr wirklich so ein bisschen Bedürfnis nach Rückzug habt, ja, ist ja auch nicht schlimm, dann tut das ruhig, weil das wird euch gut tun. Ja. Genau. Und die Sonne wird ja dann auch noch bis zum 18. in eurem 12. Haus bleiben. Das kann also schon in den ersten Wochen des Monats noch ein bisschen so sein, dass ihr öfter mal euch zurückziehen möchtet, dass ihr vielleicht einfach öfter mal ein bisschen müde seid oder auch, dass ihr einfach wirklich mehr Lust habt, eure Träume zu studieren, wie ich das ja am Anfang schon sagte. Das wäre dafür eine ideale Konstellation. So, was aber gut für euch ist, ist, dass der Mars den ganzen Monat über im 2. Haus steht. Mars ist ein guter Geldeintreiber, also wenn Leute bei euch Schulden haben, und das kommt ja häufig vor, dass die mitfühlenden Fische, die so schlecht Nein sagen können, dass die dann was hergeben, was verleihen oder auch Geld verleihen. Also mit Mars in eurem Geldhaus könnt ihr dann jetzt ruhig mal auftreten und sanft aber bestimmt Dinge zurückfordern, die ihr verliehen habt und ihr gerne zurückhaben möchtet. Dabei würde euch diese Konstellation unterstützen. Und da kommt ja dann auch die Venus hinterher. Ab dem 3. wird sie auch bei euch ins 2. Haus zu stehen kommen. Und das ist natürlich sehr gut überhaupt für Geld. Venus ist ja auch der Geldplanet, wenn der im Geldhaus steht. Wunderbar. Kann also wirklich sein, dass da vielleicht eine Finanzspritze kommt, zumal ihr ja auch den Glücksbringer Jupiter im Haus der gemeinsamen Werte stehen habt. Vielleicht schafft ihr euch mit eurem Schatz was Schönes an oder ihr bekommt was Schönes geschenkt. Das ist jetzt mehr als sonst wahrscheinlich in diesem Monat. Und bei Venus geht es auch um den Selbstwert. Ja? Im 2. Haus geht es ja nicht nur darum, was ihr persönlich besitzt, sondern auch, was ihr euch wert seid. Und darüber könnt ihr ganz viel rausfinden in diesem Monat. Auch vielleicht so mal meditieren. Ihr wisst ja selber mit Geld, das ist sehr wichtig, was man für eine Einstellung dazu hat. Manche spirituelle Fische sind ja so der Meinung, oh, Geld, ich weiß nicht, das ist irgendwie unsauber oder kriminell oder sowas. Und so eine Einstellung verhindert natürlich dann auch, dass das Geld euch finden kann. Deswegen, darüber könnt ihr mal in diesem Monat auch viel nachdenken. Und es kann wirklich auch mit sich bringen, dass diejenigen von euch, die vielleicht irgendwas erwarten, dass die auch Geld bekommen. Venus bringt da auch frischen Wind rein und es ist außerdem eine schöne Zeit, um sich für alle, die es sich leisten können, was Schönes zu gönnen. Also was ihr jetzt shoppt, da werdet ihr dann auch Freude dran haben. Vielleicht habt ihr auch neue Ideen, euch zu verschönern. Das ist dann wieder auch für die Liebe interessant. Also insofern sehe ich das recht positiv für euch. Dann haben wir ja den Merkur, der steht am Anfang ja noch im Steinbock, der geht dann aber am 7. auch in euer 12. Haus. Das ist nochmal ein Hinweis, dass ihr vielleicht Botschaften aus dem Jenseits bekommt, wenn ihr dafür offen seid, oder aber auch
dass ihr über Wege, wie eben zum Beispiel auch Träume oder über hintergründige Wege vielleicht an Informationen kommt. Zwölftes Haus ist es oft, dass man nach einer Information sucht und dann kommt die auf eine Weise, die man gar nicht für möglich gehalten hätte oder die so ganz geheim erscheint. Also haltet da mal Augen und Ohren für offen. Und wenn ihr, wie gesagt, euch in der Zeit so ein bisschen müde fühlt, kein Problem, dann schlaft ihr einfach ein bisschen mehr. Das schadet überhaupt nichts. Dann haben wir noch eine gute Konstellation am 11. Da ist ja dann der Vollmond. Das ist auch nochmal sehr, sehr spannend für euch, denn der spielt sich dann jetzt auch wieder für euch auf der Achse 12 und 6. Haus ab. Ich stelle das mal hier eben ein, dass ich euch das mal zeigen kann. Und zwar, wie gesagt, der Vollmond. Mond und Sonne sind bei euch auf der Achse 6 und 12. Wieder ist das Thema, da ist das Thema Heilung und Spiritualität betont. Und dann gleichzeitig hier mit Jupiter und Uranus das Thema Geld und Selbstwert, gemeinsame Werte. Also schaut mal, ob ihr vielleicht Pläne machen könnt mit eurem Schatz, euch gemeinsam was Schönes anschaffen oder ihr dürft eben, wie gesagt, mit einem schönen Geschenk vielleicht zu Valentinstag rechnen. Ist eine recht schöne Konstellation, trotz der Spannungen, die drin stecken, auch trotz der damit verbundenen partiellen Mondfinsternis, weil es eben hier harmonisch ins Außen reingeht. Und es hat beinhaltet für euch das Potenzial, euren Selbstwertgefühl zu steigern und was dran zu tun, dass ihr selbstbewusster werdet, dass ihr euch wertschätzt und dass ihr vielleicht auch merkt, wie von anderen für euch Wertschätzung euch entgegenkommt. Und das ist natürlich auch gut für die Liebe, ne? Weil eben, wenn man sich selber wertschätzt oder wenn man Wertschätzung entgegenbekommt, dann fällt es auch leichter zu flirten und den romantischen Impulsen nachzugehen. Insofern halte ich das also für eine gute Konstellation für euch. Ach, ich habe einen Top-Tag vergessen, euch zu nennen. Warte mal, da haben wir nämlich schon am 4.2. haben wir einen schönen Top-Tag für die Fischegeborenen, weil da der Mond im Stier steht, günstig für die Fischegeborenen steht und auch einen guten Aspekt auf den Neptun wirft. Sieht man jetzt hier nicht wegen dem Zeitpunkt, also aber im Laufe des Tages. Warte mal, ich kann euch das nochmal eben zeigen, wenn ich hier zurück. Genau, zeige euch das nochmal gerade. Genau, im Laufe des Tages wird also dann der Mond günstige Aspekte bilden und euch da unterstützen. Und es ist auch eine gute Zeit, um ins Gespräch zu kommen und vielleicht euch auch gut selbst darzustellen, vielleicht in einem Flirt. Genau, so jetzt waren wir waren ja gerade beim 11. Und dann ist der 12. für euch auch ein Top-Tag, weil der Mond da sich zunächst mit dem Mondknoten verbindet, dann in euer Partnerhaus läuft, Neptun aktiviert und eine schöne Spannung zwischen Fantasie und Vernunft aufkommen lässt und eben auch euer Partnerhaus betont. Das ist vielleicht auch ein ganz angenehmer Tag für euch. So, dann haben wir für die Festliierten noch zwei schöne Top-Tage und zwar am das 14., also der Valentinstag, denn da ist der Mond, der betont hier diese gemeinsamen Werte und deswegen glaube ich eben, dass viele Fische von ihrem Schatz was ganz Tolles bekommen zu Valentinstag. Müsst ihr mir mal Bescheid sagen, wie das dann für euch gelaufen ist. Auf jeden Fall könnt ihr auch anregen, dass ihr euch da vielleicht was, dass ihr da vielleicht was Schönes unternehmen wollt. Ne? Trotz, auch wenn an dem Tag die Lilith in die Fische geht und damit in den Schützen und damit ins Quadrat zu den Fischen, glaube ich trotzdem, dass der 14. für euch und ganz besonders für die Festliierten ein sehr schöner Tag wird. Genau, und dann geht ja am 18. die Sonne in die Fische. Ist natürlich auf jeden Fall gut für euch, denn die Phase, wo ihr euch vielleicht so ein bisschen müde gefühlt habt, die geht dann zu Ende und dann bekommt ihr Energie. Klar, die Sonne ist dann in eurem Zeichen. Das ist absolut super. Und dann auch schon mal herzlichen Glückwunsch an alle diejenigen Fischegeborenen, die dann Geburtstag haben im Februar. Das wird dann eine schöne Zeit und ihr werdet euch das da energetisch auch sehr stark angehoben fühlen und natürlich auch wiederum auf andere Leute sehr interessant wirken, besonders in den ersten Tagen, weil dann eben hier auch der Mondknoten nochmal als Verbindungsfaktor aktiviert wird. Also bleibt dran, wenn ihr jemand Nettes kennengelernt habt. Dann beginnt ja so die erwähnte kritische Phase. Trotzdem habt ihr am 21. nochmal einen Top-Tag für spirituelle Erkenntnisse. Das scheint mir sehr schön zu sein, weil der Merkur verbindet sich hier mit dem Jupiter bei euch im 12. Haus und macht hier gute Aspekte. Insofern glaube ich, für die, nochmal für diejenigen, die spirituell unterwegs sind, dass das ein sehr schöner
Tag wird. Und jetzt kommt die Zeit, wo ihr gefordert seid, weil ihr ja über Empathie und Mitgefühl verfügt, wenn wir eben in diese kritischen Konstellationen reingehen, mit dem Quadrat hier von Pluto zu Uranus, Mars, es ist diese super aggressive Stimmung und ihr seid hier diejenigen, den Fischen mit dem Neptun, die eben für Empathie sorgen können, die vielleicht für ein bisschen Ausgleich sorgen können. Und am 26. ist ja dann der Neumond in eurem Zeichen mit dem Merkur noch dabei. Das heißt also, ihr seid da richtig gehend auch das Sprachrohr dafür, für den Ausgleich, für die Besänftigung, für das liebevolle Verstehen, wenn hier eben irgendwelche Quertreiber vielleicht wieder für Erschütterung sorgen, dann seid ihr eigentlich als Fischegeborenen diejenigen, die dafür sorgen können, dass man zusammenhält, dass man sich gegenseitig was Gutes tut, dass man sich vielleicht auch tröstet, je nachdem. Und in solchen extremen Situationen könnt ihr dann sogar noch jemanden finden, das ist dann wie in so einem Katastrophenfilm, die Helden verlieben sich, während ringsherum die Welt tobt, so ungefähr könnte das für euch sein. Denn hier ist eben, wie gesagt, eine sehr aggressive Spannung drin, aber ihr als Fische mit dem Neumond, ihr seid dann gefordert, da die gute und die Liebesenergie hochzuhalten. Ja, also nehmt euch das mal fest vor, denn ihr kanalisiert dann natürlich eben hier mit dem Neumond die Fische-Energie der Liebe, der Fantasie und des Mitgefühls. So, ich hoffe, ich habe euch damit jetzt nicht überfordert. Und diese Sonnenfinsternis, ne, das spüren besonders die Geburtstagskinder, die vom 24. Bis 28.2. Geburtstag haben. Und da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Die Sonnenfinsternis kann auch Trennungen mit sich bringen. Es wäre also dann wirklich auch sehr wichtig, auf Tuchfühlung zu bleiben und dafür zu sorgen, dass nicht man aus einer Laune heraus vielleicht dann in dem Moment, weil da so ein Druck entsteht, sich trennt, sondern dass man wirklich zueinander steht und falls sich da eine Krise aufbauen sollte, dass man sich dann eben wirklich auch vornimmt, die gemeinsam zu überstehen. Fische lassen ja dann immer gerne schon schnell los, aber hier seid ihr gefordert, dran zu bleiben, ja? Dass ihr wirklich guckt, dass ihr diesen Neumond gut übersteht. Und dass ihr vielleicht einfach ein bisschen abwartet, sollte es zu einer Krise kommen, wartet erstmal ab, ob sich das nicht vielleicht nochmal wieder anders zeigt. Denn, wie gesagt, im März wird ja die Venus rückläufig und bringt dann eben auch nochmal die Chance, eine Liebessache wieder in Ordnung zu bringen, nochmal neu aufzurollen. Insofern, wie gesagt, lasst nicht zu schnell los, wenn ihr so eine Eingebung bekommen solltet, sondern bleibt erstmal dran. Da kann sich noch vieles wieder ändern, sollte es zu einer Liebeskrise kommen. Okay, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen und spirituellen Februar. Ich denke, dass ihr da mit euren spirituellen Kräften sehr viel weiterkommen werdet und auch sehr gefordert seid und das eben dann auch in eure Liebesbeziehungen mit einfließen lassen könnt. Und ich habe ja noch eine Verlosung, also alle diejenigen, die meine Abonnenten sind und mir einen netten Kommentar hinterlassen jetzt im Februar, die nehmen an der Verlosung teil, 15 Minuten Kurzberatung. Wenn ihr mehr wissen wollt, vielleicht auch über die Mondfinsternis, wie die sich vielleicht näher auf euch auswirken kann, dann stehe ich euch natürlich in persönlichen Beratungen zur Verfügung. Alle Infos seht ihr in der Videobeschreibung oder die blenden wir dann hier auch ein. Ihr könnt euch auch mal bei meinem Webinar Antonias Sterne anmelden und eine Frage stellen. Also alle Infos findet ihr hier im Video oder ansonsten über meine Webseite. Oder wenn ihr auf Facebook seid, verbindet euch dort mit mir. Da poste ich auch immer alles, was ich so mache. Also liebe Fischegeborenen, alles, alles Gute mit den Sternen.